So. Ich weiß, wir könnten jetzt auch wieder einschließen, aber ich finde, bei den Sachen hier geht's immer. Ich brauche Eisenerz, jede Menge davon. Was? Danke. Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob wir gleich oder bald oder heute noch FF spielen oder Planet Zoo. Ich weiß es nicht. Oder ob wir weiterhin Disney spielen. Ich werde wahrscheinlich gleich meine kleine Umfrage machen. Wenn ihr das wollt. Ich weiß nicht, worauf ihr am meisten Lust habt. Weil ich bin schon wieder zwiegespalten. Ich habe gefühlt irgendwie auf alles Lust. Ich zock so. Ja, ich weiß. Ich bin halt so zwiegespalten, Iron. Auf der einen Seite möchte ich halt gern das Valley hier noch weiter für morgen vorbereiten. Wobei ich ja in einigen Sachen gerade ein bisschen gehandicapt bin. Was das angeht. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier bin. Auf der anderen Seite würde ich gern das neue Planet Zoo DLC spielen. Und mit euch einen neuen Zoo machen. Das andere war ja, wie gesagt, ein Event-Zoo. Den Spendenstream möchte ich ungern weitermachen. Weil ja, ne? Ja, der war ja dafür. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. In der FF müsste ich ja die Story weitermachen. Das wäre eigentlich auch mal wieder wichtig. Weiß es nicht. Beides wird, glaube ich, noch recht eng. Sein, ich mach wieder länger. Oh, ein Quiz, no. Jo.
es. So. Okay, ich mache einmal kurz die Umfrage. Da. Jo. Ihr habt die Qual der Wahl. Ich lasse euch sogar relativ lange Zeit. Könnt dann gerne entscheiden. Jo. Wie gesagt, Abstimmung läuft. So. Gießen wir die Kürbisse. Oh Scheiße. Warte, wir gießen gleich die Kürbisse weiter. Habe ich noch irgendwas anderes? Ja, den Tintenfisch, aber den Tintenfisch kann ich gerade nicht verwenden. Okay. Ich hoffe, unsere Kürbisse wachsen und gedeihen noch. Man sollten sie eigentlich. Ich sehe jetzt hier nicht zu lang hab warten lassen. Ja. So. Und so. Und so. Und so. Huch, das war komisch gegossen. Das war sehr komisch gegossen. Egal. Passt. Achso, Iron, ich habe übrigens den Laden wieder leer gekauft. Ich weiß, es war dir zwar eh klar, aber ich habe den Laden leer gekauft wieder. Ich habe mein ganzes Geld bei Dagobert gelassen. Ich dachte, ja, vielleicht, so ein bisschen. Da habe ich übrigens auch das Kleid her gerade. Ich habe mich so in dieses Kleid verliebt. Der hat doch genug Asche, Money und Moneten. Ja, doch schon, doch schon. Das stimmt. Aber der hatte so tolle Sachen. Der hatte auch richtig coole Betten. Warte. Wartet. Achso, ja, ich habe hier einmal das Schneeflockenbett. Das habe ich mir besorgt. Das geschnitzte Holzbett vom König der Löwen. Dann so eine Giraffenlampe, eine Lehmvase habe ich geholt. Den bezaubernden Nachttisch. Das hatte ich alles schon. Ich hätte eher gewundert, wenn nicht. Ja, ich muss morgen vom Stream auf jeden Fall einmal reingucken. Reiche noch reicher machen. Lass uns mal die letzte Generation hören. Kapitalismus ist das Ende. Frisches. Ich habe diesen Ventilator geholt. Ich finde ihn jetzt nicht so super, aber ich wollte ihn halt trotzdem haben. Mörser und Stößel habe ich mir auch geholt. Und irgendwas anderes hatte ich noch. Frisches springt wieder.
Irgendwas hatte ich mir noch geholt. Nee, den Sternhocker hatte ich schon. Hier, den Schrank, glaube ich. Ah, nee, hier, die Elchbüße, die war's. Ich hab den Lümmel. Du Sau, du. Entschuldigung. Also, ich habe hier ganz viele tolle Sachen geholt. Viele, viele tolle Sachen. Eisenbarren. Klar, natürlich sind es wieder nur drei. Wie viel fehlen davon noch? Drei. Ha. Ihr seid witzig. So. Ja, toll. Jetzt habe ich ein Eisenbarren nur noch. Am besten, ich mache im Sumpf erstmal weiter, ne? Vor allem, es hat nicht einmal heute geregnet hier in dem Spiel. Wie um alles in der Welt soll ich dann bitte diesen scheiß Fisch kriegen? Ich heule gleich. Heule gleich, wie nicht mehr. An Regentagen diesen Fisch fangen. Sehr lustig. Bin falsch gelaufen. Holz nehme ich fleißig mit, weil brauche ich ja wieder. Ich hätte echt gern die Quest durchgekriegt heute. Also nicht alle, aber die meisten. Gut, wen habe ich fertig? Maui habe ich auf jeden Fall fertig heute. Mir wieder was hinterher. Ich habe so das Gefühl, ich krieg jeden Tag einen oder ein bis zwei Charaktere fertig. So. Wir wissen, wie viel bei rauskam. Wahrscheinlich nicht. Wow, vier. Ich insgesamt fünf. Naja, Christoph kriegen wir auf jeden Fall heute auch noch fertig. Wenn wir Christoph fertig haben. Jetzt nur noch Anna, Ariel, Elsa, Minnie, Gothel, Ursula und Wally. Aber Wally ist verbuggt. Bei Wally kann ich nichts machen gerade. Wally ist out of order. Das kann ich nur hoffen, dass das gefixt wird. Erinnerung. Ah ne, nur Geld. Dann ist es halt nur Geld.
kriege auch nie die richtigen Steine, ne? So zum Kotzen. Oh, komm schon. Wie viel habe ich? 10. Reicht noch nicht. Gut, Abstimmung ist vorbei. Alles, okay. Das grenzt es ein. Gut, dann spielen wir hier noch auf jeden Fall das Planet zu. Weil für FF brauche ich eh am längsten. Wally. Gib mir die richtigen Steine. Wurschus hat also keine Nahtpunkte für ausgegeben. Ah ja. So kommt das raus. Muss einmal auf die sonnige Ebene. Es ist immer schön, wenn man das alles sieht. So. Dann mach ich das einmal weg. Nein! Jetzt. Da muss ich hin. Das Eisenerz dabei sein. Oh, kein Gold, ich brauche Eisenerz. Schade, dass man sich diese großen Truhen nicht einfach kaufen kann, ne? Die kleinen Truhen, da passt einfach nie was rein. Vanille. So. Drei Stück, zwei fehlen noch. Zwei fehlen noch. Wie viel habe ich von den blauen Steinchen? Immer noch nur zwei. Kommt Aquamarin nur einmal am Tag oder was? Wächst, meine Kürbisse wächst. So, schön Holz sammeln. Aber auf jeden Fall ist immer noch nicht genug.
ein Hartholz. Nee. Verkauft die Sachen jetzt einfach mal nicht. Lehm. Sehr schön. So, jetzt sollte das aber reichen für die letzten zwei Eisenbarren. Vier Stück. Kann ich direkt für die nächsten noch. Die nächste Aufgabe noch was herstellen. So, repariere den Schlitten. Bitte sehr. Christoph, ich hab deinen Schlitten. Hi, darf ich? Yep. Können wir reden? Yep. Hallo. Das sollte halt nicht. Überprüf mal die Kufen. Hm. Okay. Ist jetzt. Na egal. Das ist ein schöner Wald. Wie hast du das geschafft? Ich habe nur einige veredelte Materialien verwendet. Okay. Das ist aber jetzt gerade verbuggt hier. Mal wieder. Och, Leute. Ernsthaft? Sag mir jetzt nicht, ich muss das ganze Ding jetzt noch starten. Ich hoffe echt, dass einige Bugs morgen gefixt sind. Okay. Dann Task Manager. Jetzt sind die falschen Programme schließen. Disney. Task beenden. Ja. Starten. Ich würde die Quest wenigstens bitte gerne noch abgeben. Ich will doch nur. So, okay, bring den Schlitten zu Christoph, das ist ja wenigstens... Das ist ja wenigstens auch fair gespeichert diesmal. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Aha. Ernsthaft? Siegelglas. Gott sei Dank, dass ich von den anderen Sachen noch die Sachen habe. Ziegel. Lehm. Natürlich.
Donald. Dann kommt jetzt Donald. Dann holen wir uns jetzt schon mal Lehm. Brauche hier nur 200. Lass uns abhängen. Leider. Jetzt schon. Donald, ich brauche kein Geld. Ich brauche Lehm. Der Sumpf wird danach richtig kacke aussehen. Lehm. Okay, ich nehme alles zurück. Die Eisenbahnen wären am schlimmsten. Der hat auch keine Nahrung mehr. So, ich habe auf jeden Fall für das hier erstmal genug. Kann ich die Ziege herstellen?
52. Und einmal herstellen. Bitte einmal. Hier, nimm. Nimm und sei glücklich. Oh, hey. Sie sehen toll aus. Sie werden eine tolle Ergänzung für meine meinen Verkaufsstand sein. Weißt du... Oh mein Gott. Weißt du, nach all dem hat Anna für mich ein bisschen Buchhaltung gemacht. Und es hat sich herausgestellt, dass ich genug Geld mit dem Verkaufsstand verdiene, um mir einen neuen Schlitten zu kaufen, ohne Raten zu zahlen. Mhm. Deshalb möchte ich dir meinen alten Schlitten als Dank für die Reparatur und alles andere geben. Du warst wirklich toll. Du hast meinen Schlitten gerettet und mir den Einstieg in ein neues Geschäft ermöglicht. Jetzt kann ich veredelte Materialien in meinem Verkaufsstand verkaufen. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Oh, und du wirst immer einen Preisnachlass bekommen. Wenn mich jemals bei dir revanchieren kann, lass ich es nicht wissen. Nett. Toll. Ich bin begeistert. Hartholz, 43. Nichts davon kann ich gebrauchen. So. Also Merlin ist fertig. Wally kriege ich leider nicht fertig. Maui ist fertig. Vajana ist fertig. Also, warte, Wally fehlt. Das fehlt. Ariel fehlt. Ursula fehlt. Erik besitze ich ja noch lange nicht. Anna fehlt. Elsa fehlt. Christoph habe ich fertig. Gotel fehlt. Dagobert habe ich fertig. Donald habe ich. Goofy. Mickey. Minnie fehlt. Also sieben Charaktere. Heide Witzka. Sprich mit Merlin. Das ist nur eine der einfacheren Aufgaben. Sprich mit Merlin. Merlin, bleib stehen. Ich kann in die Zukunft sehen. Du bist hier, um mich um Hilfe für Anna zu bitten, oder? Ich habe versucht, dir den Zauber zu erklären, aber wenn ich mit den anderen Dorfbewohnern über Magie spreche, sehen sie mich an, als würde ich Kauderwelsch reden. Das ist schon kurios. Ich verstehe dich größtenteils. Ich muss wohl bedenken, dass nicht jeder mit der magischen Terminologie vertraut ist. Ich werde mich bemühen, sie wie Schüler anzusprechen, die klare Erklärungen benötigen. Auf jeden Fall kenne ich jetzt, da Christoph einige seiner Erinnerungen wiedererlangt hat, genau das Richtige, um den Rest zurückzubringen. Du brauchst für den Zauber etwa das für Anna und Christoph wichtig ist. Etwas, das ihre Liebe symbolisiert. Vielleicht ihr Verlobungsring? Ja, der wäre perfekt. Jetzt brauchst du noch ein paar Traumscherben, um dem Ganzen einen Funken Magie zu verleihen. Und einen Pilz, um die im Dunkeln verborgenen Erinnerungen hervorzulocken. Ein Pilz? Ein Champignon, um genau zu sein. Wenn nicht irgendein, du musst zu den Schatten der großen Weide auf der Lichtung des Vertrauens gehen und einige rote Pilze sammeln. Sobald du sie hast, suche eine Werkbank und mische alles mit dieser Flüssigkeit als Beschleunigung. Bitte sagt mir nicht, dass ich für diese Pilze auch eine bestimmte Uhrzeit benötige. Danke, sehr freundlich von dir. Bitte. Wenn doch, dann heul ich. Champignon. Normaler Champignon. Da, ich sehe den roten Pilz. Da fehlt aber noch.
Da. Gefunden. Traumscherben. Anna? Wird die nicht hier irgendwo sein? Da. Die ist halt einfach wieder zurückgegangen. Er hat uns leer gekauft. Hallo, ich muss mit dir reden. Warte, du brauchst meinen Verlobungsring für den Zauber? Okay, bring ihn einfach zurück. Es ist ein wirklich wichtiges Symbol der Liebe, die Christoph und ich füreinander empfinden. Okay. Ja, wenn dieser Zauber funktioniert, wird Christoph auch all seine Erinnerungen an diese Liebe wiedererlangen. Das hoffe ich. Ein verzauberter Ring kommt sofort. Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Kann bitte wieder 10 Uhr sein? Ich möchte gerne neue Ware in Dagoberts Laden haben.